Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei Satisfactory Lagersystem. Also ich habe mal ein Video gemacht. Mich hat die ganze Zeit gestört, dass wenn ich einen Produktionsstrang habe und dieser Produktionsstrang wurde von einem Miner gefüttert und wenn da ein Stau entstand, stand dieser Miner still und ich hatte wie zum Beispiel in dem Lager hier dann Überproduktion und hier hat dann haben dann Erze gefehlt, um die Produktion weiterlaufen zu lassen an dem anderen Strang. Und da habe ich mir überlegt, es gibt natürlich schon zahlreiche andere Videos darüber, wie man das besser gestalten kann. Ich habe mir überlegt, ein Lagersystem zu bauen, womit ich also drei Miner, die hochgetaktet wurden, drei Hauptlager versorgen. So, hier sind die Hauptlager, hier sind die Stränge von den Minern. Miner 1, 2, 3. Und das sind die jeweiligen Hauptlager. Und mein Anliegen ist, dass, wie gesagt, ich habe das erstmal so gebaut, damit ich nicht hier mit dem Bauen Zeit vergeude und ihr dann eine halbe Stunde davor sitzt und euch das Ergebnis danach anguckt. Ich habe das erstmal gebaut und erkläre es euch, wie man das aus meiner Sicht gestalten kann. Es gibt bestimmt natürlich bessere Lösungen auf YouTube, aber ich habe nicht danach gesucht. Ich wollte mal was Eigenständiges machen, ohne irgendwelche anderen YouTube-Videos als Vorlage. Ich hoffe, das ist mir gut gelungen. Ein Daumen hoch wäre nett und ein Abonnement wäre natürlich sehr wünschenswert. So, wie gesagt, Fall 1. Ich habe hier meinen Miner. Ich versuche das Video ganz kurz zu halten, weil ich mag selber keine Videos über 10 Minuten, wo nur gelabert wird. Deswegen versuche ich das Video echt nur 5 Minuten, 7 Minuten, höchstens 10 Minuten zu halten. So, Fall 1. Also, wie gesagt, drei Lager, drei Produktionsstränge. Die Produktionsstränge, die werden dann später hier hochkommen. Das sieht alles erstmal salatmäßig aus. Das werde ich dann, habe mir auch da ein paar Videos angeschaut. Die haben gesagt, baut hoch. Und da habe ich hochgebaut. Da spare ich echt viel Platz und das ist gut. Ja, die Grafikkarte kackt ein bisschen ab. Egal. So, jetzt gehen wir mal wieder zum Lager. Und ja, Störung. Ah. So. Also. Dieser Miner versorgt das Lager. Nehmen wir mal an, dahinter ist eine Produktionsstraße, die ist dann überfüllt. Es wird nicht abgebaut, es wird nicht weiter produziert. Das Lager bleibt dann voll. Hier passiert dann gar nichts mehr. Und an diesen Lager, beiden Lagern hängen dann andere Produktionsstraßen. Und die haben Mangel. Mangel an Erz, Mangel an Platten, Mangel also an Erz. Das kann man ja weiterhin noch ausbauen für für jedes Material. So, ich schalte mal ein, dann sehen wir, was passiert. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das mal kurz getestet, aber mit dreien habe ich es nicht getestet. Ich habe die Lager ein bisschen voll gemacht, damit das Video auch nicht so lange dauert, bis sie voll sind. So, das heißt, wenn die Lager hier eingeschaltet sind und die versorgen erstmal die Hauptlager. So. Hier habe ich intelligente Splitter und einen Fusionator. Die Fusionatoren werden in letzter Zeit nicht vom System angezeigt, aber ich kann das mal so zeigen. Ein Fusionator. Und das habe ich vor jedem Lager zwei Stück hingestellt. Eins davor, das ist der intelligente Splitter und der Fusionator. Das heißt, hier fängt es schon an. Das Lager ist voll. Dieser intelligente Splitter splittet den Überschuss über die beiden. Oh nein. Warte mal, warte mal. So. Ach, das Lager ist hier voll und leitet über die beiden Stränge die Überschüsse auf die anderen Lager. So.
Ich zeige euch das mal ganz kurz mit den. Ich werde mal oben hier bleiben. Dann könnt ihr euch das mal so genau angucken, wie ich das gebaut habe. Das heißt, hier ist der intelligente Splitter Fu und dann hier der Fusionator, hier wo MK3 5-Band steht. So, links, rechts von dem intelligenten Splitter werden die Überschüsse weggeleitet. Das heißt, dieses Lager hat noch keinen Überschuss. Dieses Lager wird von dem, ich warte mal ein bisschen, damit ihr euch das angucken kann, wird von dem Strang hier jetzt mitversorgt. Hier haben wir einen Überschuss. Links, rechts. Das wird dann rübergeleitet zu dem Fusionator hier. Und das passiert genauso von dem Lager hier aus. Hier ist auch ein Splitter und leitet die beiden Speicherfreeze, leitet hier über die Stränge an den, wenn der nicht voll wäre, würde es dann hier reinlaufen. Und leitet hier oben nochmal über den Strang an den weiter. So, ich hoffe, ich werde mir jetzt einen Test starten. Hier habe ich schon ein Band zurechtgelegt. Ich werde das mal verbinden. Ich habe hier hinten noch etliche Lager-Testversuche gehabt. Da sind diesen voll mit Eisenerzen. Das werde ich mal hier verbinden. Dann werden wir mal sehen, dass das die Weiterleitung aufhören wird, weil das Lager wird dann Kapazitäten haben. Seht ihr, das hat aufgehört. Der Überschuss ist weg. Die werden jetzt nicht mehr versorgt. Und wenn dieses Lager voll ist, wird der Überschuss über diesen Splitter hier, intelligenten Splitter, weitergeleitet zu dem, einmal zu dem hier und über diese Bahn hier, ich mach mal, über die Bahn wird es dann hier rübergeleitet zu dem anderen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Ja, so habe ich mir das überlegt. Ich glaube, es funktioniert auch. Wir könnten ja mal ganz kurz warten, wenn das Lager hier voll ist. Ja, es ist voll und wird weitergeleitet. Ja. Also, über einen Daumen hoch oder über ein Abonnement würde ich mich freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen.